Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr merkt, bin ich so ein bisschen im Videodrehen Marathon, in einem Videodrehen Fieber. Ich hoffe euch ist das in Ordnung. Aber ich hoffe auch, dass ja, dass das nicht zu viel für euch ist und dass ihr Spaß daran habt. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich das Ganze heute so hochladen werde, aber ich werde nach und nach, wie ihr das bestimmt merkt, das irgendwie hinbekommen und dann habt ihr viel zu schauen wieder. Ja, ich habe sozusagen jetzt so das letzte Haul-Video und zwar habe ich was für euch, was ich bei DM geholt habe, bei Saturn und bei C&A. Ja, endlich mal wieder ein Fashion-Teil dazu. Ich habe noch mehr bei DM gekauft, aber ich habe das Ganze schon bei meiner Mutter gelagert, weil sie das brauchte. Und den Rest, das sind nur drei Teile, zeige ich euch dann da. Genau. Ich greife jetzt einfach mal rein, weil ich jetzt hier die Tasche habe. Und zwar war ich bei C&A. Und ich hatte mir ein Kleid gewünscht. Und zwar, ich weiß, es ist peinlich, aber es ist mein erstes Kleid eigentlich in den Jahren. Ich wollte es einfach mal gerne haben und vor allen Dingen, ich wollte mal was Neues. Und dieses Kleid könnte auch so ein bisschen zum Herbst passen mit Stiefel dazu. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann. Das ist nämlich dieses Kleid. Das ist ein richtiges Kleid, das geht so bis zum Knie, würde ich sagen. So sieht das Ganze aus. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht so gut, aber ich werde damit auch eine Art Get Ready With Me machen oder halt ein Look mitsamt Make-up, vielleicht Haare und dann das Kleid dazu. Ich muss mal gucken, wann ich dafür Zeit finde, aber es ist geplant, auf jeden Fall. Und so sieht das aus mit Langarm, ein schöner Stoff. Und wie gesagt, dazu eine Strumpfhose, Stiefel dazu und oder man kann es auch sportlich tragen, wie man das mag. Und es hat mir so super gefallen mit dem Muster, dass ich mir das dann gegönnt habe. Und ja, konnte ich echt nicht nein sagen. Und ist auch sehr bequem, nicht zu warm, nicht zu kalt, also kann ich richtig gut tragen. Dann war ich bei Saturn. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch erzählt habe, dass meine Familie und ich, also meine Eltern und ich, eine neue Konsole haben und zwar die PlayStation 4. Und ich habe da mal ein bisschen so rumgeguckt und habe mir jetzt mal dieses Spiel hier rausgesucht und zwar Tomb Raider Definitive Edition und das wollte ich dann halt ausprobieren und wird dann vielleicht heute oder die Tage mal getestet. Ja, finde ich wirklich gut. Die PS4 ist wirklich klasse, weil diese Figuren sind da so fast wie realistische Darsteller und ich finde das super. So, dann, hoppala. Und dann habe ich bei DM, heute wird das ein sehr kurzes Video, glaube ich. Macht aber nichts. Dann habe ich drei Produkte bei DM gekauft. Das ist eine Pflegeserie. Und zwar habe ich mir nachgekauft meine Serie von Garnier, die wahre Schätze. Einmal nochmal eine Haarmaske. Das ist ja die Serie mit Argan und Kameliaöl. Ich liebe die Serie mittlerweile schon. Dann eine Spülung von
wahre Schätze Garnier. Und dann habe ich entdeckt eine Riesenpulle von dieser Serie. Und da habe ich gedacht, komm, nimmst du die mit und dann geht die auch nicht allzu schnell leer, weil durch meine Haare brauche ich ein bisschen mehr als ja ein Klecks. Und dann ist diese Pulle wirklich super geeignet. Und zwar einmal die. Das ist mit 400 Milliliter. Das steht neu zum Vorteilspreis. Habe ich mir gedacht, diese Pulle kaufe ich mir. Und dann habe ich ein bisschen mehr was von. Ja, das habe ich entdeckt und dann auch gekauft. Genau. Und ja. Ich weiß, es ist ein sehr, 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 sehr kurzes Video, aber ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ich werde mal gucken, ob ich heute noch ein Video drehen werde, weil ich bin so richtig jetzt im Videodrehen-Fieber und jo, warum auch nicht. Ja. Was kann ich denn noch sagen? Ich hoffe, das hat euch soweit alles gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt noch gutes Wetter. Also wir haben auf jeden Fall gutes Wetter noch, aber mit etwas weniger Hitze. Und ja, ich wünsche euch einen super tollen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.